Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe gedacht, wir unterhalten uns heute mal so ein bisschen über das Thema Slow Living. Das haben wir jetzt eine ganze Zeit nicht mehr. Denn ich muss sagen, ich habe mich ja vor über einem halben Jahr ganz aktiv für diesen Slow Living Lebensstil entschieden und wusste natürlich so aus Literatur, Videos und Co., was dieser Slow Living Lebensstil so für Vorteile mit sich bringt. Ich muss aber sagen, dass ich jetzt im letzten halben Jahr auch einige Sachen erkannt habe, die mir persönlich unheimlich gut getan haben. Und deswegen möchte ich euch einfach mal so von meinen Erfahrungen berichten und euch so meine 5 größten Gründe mitgeben. Die 5 größten Vorteile, die sich halt eben wirklich ändern. Beziehungsweise so diese 5 Dinge, wo wir am meisten von profitieren, wenn wir uns wirklich für einen Slow Living Lebensstil entscheiden. Kurz vorab für alle, die mich vielleicht nicht kennen. Ich habe eine sehr niedrige Stressbelastbarkeit, weshalb ich letztes Jahr, also 2021, mich entschlossen habe, weniger zu arbeiten und den Stress zu einem großen Teil aus meinem Leben zu verbannen. Ich habe natürlich nicht einfach nur so durch die Arbeit oder so Stress gehabt, sondern ich habe mir vor allen Dingen immer sehr viel Stress selber gemacht. Und dazu neigen wir heute alle sehr extrem. Natürlich auch so diese ganze Medienwelt und so, die ganze Werbung, die ganzen Handys, die immer wieder bimmeln und so, die haben natürlich alle irgendwie auch so eine Wirkung auf uns und verursachen natürlich halt eben auch, dass wir uns extrem gestresst fühlen. Manchmal merken wir das überhaupt gar nicht, vor allen Dingen, wenn wir so in Richtung chronischem Stress gehen, was bei mir zum Beispiel definitiv der Fall ist, dann merken wir überhaupt gar nicht, dass wir so dauerangespannt und dauergestresst sind. Aber auch wenn wir einfach viel zu viele Termine haben, an jeder Seite irgendeiner schreit und irgendeiner was von uns will und wir einfach das Gefühl haben, wir können irgendwie allen Sachen überhaupt gar nicht mehr gerecht werden. Alle Seiten profitieren definitiv vom Slow Living Konzept. Und ich muss sagen, bei mir hat sich im letzten halben Jahr wirklich sehr, sehr viel geändert. Das erste, was sich sehr, sehr positiv verändert hat, ist wirklich weniger Termine zu haben, weniger Stress zu haben, weniger wirklich so von einem Punkt zum anderen zu hetzen. Also wirklich so dieses Slow Living, dieses langsame Leben, hat sich nicht irgendwie in den ersten Wochen richtig eingestellt, weil ich immer noch irgendwie in so einer inneren Stressgrundhaltung war. Und auch heute bin ich das manchmal noch, aber bei Weitem nicht mehr so wie vor einem halben Jahr zum Beispiel. Das, was ich dann natürlich ganz einfach gemacht habe, ist, mir meinen Terminkalender anzugucken und mich zu fragen, nicht nur, welche Termine können weg. Ich bin von einer ganz anderen Seite rangegangen. Und zwar habe ich mich nicht nur gefragt, welche Termine können weg, was muss ich unbedingt machen, weil dieses Wort muss ist zum Beispiel bei mir auch ein sehr großes Stress-Trigger-Wort. Denn es gibt so viele Dinge, wo wir denken, die müssen wir machen, die müssen wir eigentlich überhaupt nicht machen. Ich habe zum Beispiel auch meinen Job in Frage gestellt. Muss ich den Job wirklich gerade weitermachen? Muss ich den nicht machen? Suche ich mir vielleicht lieber einen anderen Job? Möchte ich mich irgendwo anders einfach betätigen? Tut der Job mir wirklich gut? Also von großen bis kleinen Dingen habe ich wirklich alles einfach genau untersucht, könnte man sagen. Habe mich wirklich gefragt, so tut dieser Termin, diese Verpflichtung, dieses Ich muss, tut mir das wirklich gut? Oder tut es mir überhaupt nicht gut? Und wenn es mir überhaupt nicht gut tut, dann habe ich versucht, entweder diese Termine komplett zu streichen oder sie durch etwas anderes zu ersetzen. Wie zum Beispiel den Arbeitsplatz, den man auch einfach durch einen anderen Arbeitsplatz ersetzen kann. Dadurch habe ich angefangen, wirklich langsam zu leben. Irgendwie habe ich früher auch immer so dieses Gefühl, ich muss gestresst sein. Anna hat es in unserem Slow Living Interview richtig schön gesagt, dass es in unserer Gesellschaft schick ist, gestresst zu sein. Und das ist wirklich so. Ich habe mir vor allen Dingen so die letzten Wochen seit unserem Interview da viel Gedanken drüber gemacht. Und das ist etwas, was ich total schade finde. Denn es sollte nicht schick sein, Stress zu haben. Denn Stress ist nicht gesund. Wir können irgendwie unser Leben gar nicht richtig wahrnehmen, überhaupt gar nicht richtig genießen. Wir sind doch nicht glücklich, wenn wir die ganze Zeit nur gestresst sind. Wir rennen irgendwie durch unser Leben und wir rennen irgendwie an allem vorbei, was uns Spaß macht. Wir denken zwar oft so dieses Hinrennen zu irgendwelchen Zielen, so darauf hinsprinten und so, dass das irgendwie Spaß macht und sich glücklich, also einen glücklich macht. Wenn wir erstmal diese Ziele erreicht haben, dann sind wir glücklich. Aber das ist eigentlich gar nicht der Fall, denn wenn wir das Ziel erreicht haben, dann setzen wir uns sowieso wieder ein neues Ziel. Wenn wir Menschen keine Ziele haben, dann sind wir nicht glücklich. Bedeutet also,
Wenn wir jetzt denken, wir müssen zu diesem einen Ziel hinrennen, denken wir ja oft so, wenn wir angekommen sind, dann hat dieses Rennen ein Ende. Das ist aber nicht so, weil wir uns danach wieder ein neues Ziel zulegen und das bedeutet, wir rennen weiter. Ergo hetzen und stressen wir uns irgendwie die ganze Zeit so durch unser ganzes Leben und können es weder genießen noch wirklich wahrnehmen und haben viel weniger Freude, als wir eigentlich haben könnten. Bedeutet, dieses langsamere Leben hat mir erstmal wirklich gezeigt, welchen Tagesablauf ich überhaupt haben möchte. Was ist mir überhaupt wirklich wichtig? Ist es mir wirklich wichtig, eine große Karriere zu machen und viel Geld zu verdienen? Ist es mir wichtig, irgendwie meine Einrichtung, wer weiß wie, zu gestalten? Ist es mir wichtig, teure Klamotten zu tragen? Ist es mir wichtig, irgendwie jeden Tag ins Café zu gehen? Ist es mir wichtig, mich jeden Tag mit meiner Familie zu treffen oder mit meinen Freunden zu treffen? Und genau da kommen wir nämlich eben schon zu Punkt Nummer 2. Mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben. Dadurch, dass ich dann meinen Terminkalender so richtig aussortiert habe und mir angeguckt habe, welche Termine tun mir gut, welche tun mir nicht gut, brauche ich den einen Termin wirklich, brauche ich den anderen Termin nicht, um mir einfach wirklich so einen etwas leeren Terminkalender zu schaffen, habe ich mich aber natürlich auch gefragt, welche Sachen sind mir wirklich wichtig. Ist es mir wichtig, irgendwie jeden Morgen Sport zu machen? Ist es mir wichtig, irgendwie mich mehrmals die Woche mit Freunden zu treffen? Ist es mir wichtig, jeden Tag irgendwie 3 Stunden zu kochen? Oder ist mir sowas irgendwie überhaupt nicht wichtig? Oder kann ich vielleicht auch einfach mal einen Eintopf kochen, der irgendwie für 3 Tage reicht? Oder ist es mir wirklich wichtig, dass ich jeden Tag ein 3-Gänge-Menü habe, was ich halt immer wieder neu kochen muss? Es gibt so viele verschiedene Dinge, die wir beleuchten können, ob wir sie wirklich brauchen oder ob wir sie vielleicht doch nicht brauchen, ob wir die vielleicht auch mal ersetzen können und sagen können, okay, ich koche zwar selber, das möchte ich, aber ich koche zum Beispiel einen Eintopf und nicht irgendwas, was nur für einen Tag reicht. So ein ganz einfaches Beispiel hat mir zum Beispiel auch geholfen, sehr viel mehr Zeit zu haben und gleichzeitig gesünder zu leben. Vorher habe ich entweder nicht so viel Zeit gehabt oder ich habe total ungesund gelebt. Also auch was solche Sachen angeht, hat mir das Slow Living Lifestyle wirklich extrem geholfen, herauszufinden und Strategien für mich zu finden, wie ich mehr Zeit habe für die Dinge, die mir wirklich wichtig sind. Genauso wie Thema Lernen zum Beispiel. Lernen ist mir unheimlich wichtig. Ich liebe es zu lernen und mittlerweile lerne ich jeden Tag. Ich setze mich jeden Tag mit verschiedenen Biografien und Interviews und sonst was auseinander, weil es mir einfach wichtig ist, mich weiterzubilden. Ich mache es gerne. Bedeutet also, irgendwann habe ich mal hinterfragt, ist es mir wichtig, dass ich zu dem und dem Zeitpunkt am Tag arbeite oder kann ich da auch lernen? Ist es mir wichtig, dass ich da Netflix gucke oder kann ich da vielleicht auch Interviews gucken? Möchte ich vielleicht irgendwie anstatt ständig nur Filme auch manchmal Dokumentationen gucken? Sich einfach mal mehr Platz für die Dinge schaffen, die man wirklich im Leben haben will. Aber andersrum eben auch zu sagen, vielleicht muss ich nicht ständig immer nur lernen. Vielleicht darf ich mich auch mal locker machen und die Bücher beiseite packen oder die Dokumentation einfach Dokumentationen sein lassen und mich einfach mal vor Netflix entspannen. Auch das ist wieder sehr viel mehr in mein Leben gekommen. Wenn wir irgendwie immer so viel unter Stress sind, dann haben wir halt irgendwie so diesen Ausgleich von Anspannung und Entspannung nicht. Ich habe also irgendwann geguckt, welche Sachen mache ich den ganzen Tag und welche Sachen machen mich angespannt und sind anstrengend. Auch viele Dinge, die halt eigentlich leicht sind, sind aber natürlich irgendwo so ein bisschen fordernd und anstrengend. Also eine Dokumentation zu gucken, bei der ich etwas lernen möchte, strenge ich mein Hirn natürlich ganz anders an und sauge das wirklich aktiv auf, als wenn ich mir jetzt einfach irgendeinen Blockbuster-Film angucke. Wenn ich mir ein Hörbuch anhöre und etwas über Persönlichkeitsentwicklung oder Business oder random Sachen lernen möchte, dann ist mein Hirn ja ganz, ganz anders angestrengt, als wenn ich mir einfach nur irgendeinen witzigen Podcast anhöre, bei dem ich die ganze Zeit immer wieder lache. Also auch da die Balance zu finden und wirklich zu gucken, was ist mir wirklich wichtig. Diese Selektion, die ist manchmal nicht ganz so einfach. Vor allen Dingen, wenn wir auch so in diesen menschlichen Bereich gehen und uns fragen, welche Menschen tun mir gut und welche Menschen tun mir vielleicht eben nicht gut. Auch da dann einfach mal in diese Selektion reinzugehen, auch wenn sich das hart anhört, aber zu sagen, okay, mit der Person verbringe ich mehr Zeit und mit der anderen Person verbringe ich vielleicht weniger Zeit. Aber das Traurige ist halt einfach so, wenn wir an unserem Leben nichts ändern und dazu gehören die Dinge, die wir tun, dazu gehören die Dinge, wie wir denken, da gehört zu, wie wir uns fühlen und da gehört auch der Ort zu, wo wir leben, da gehören die Menschen zu, mit denen wir zu tun haben. Wenn wir alles so belassen wie bisher und
die Dinge, die uns immer wieder runterziehen, drin lassen, die uns immer wieder stressen, die uns immer wieder voll viel abverlangen und immer nur Kraft kosten, werden wir aus diesem Stressteufelskreis vermutlich nicht so schnell rauskommen. Bedeutet, ich habe mich also einfach mal getraut, viele Sachen auszumisten, diesen zeitlichen Minimalismus einfach mal wirklich anzugehen und mich zu fragen, okay, anstatt traurig über die Dinge zu sein, die ich jetzt vielleicht so ein bisschen loslasse oder einfach weniger mache. Man muss ja nicht alles immer komplett direkt aussortieren. Habe ich mich darüber gefreut, was ich da für Neues in mein Leben lassen kann? Denn wenn wir jeden Tag irgendwie so damit beschäftigt sind, uns in eine Kaffeeklatschrunde zu begeben, in der irgendwie nur negative Themen getriggert werden und wir uns jedes Mal einfach total schlecht fühlen, die vielleicht sogar schlecht ist für unseren Selbstwert, haben wir einfach keine Zeit, uns mit Personen und Dingen zu beschäftigen, die uns genau das andere Gefühl geben, die uns das Gefühl geben, gut zu sein, wie wir sind, die mit uns vielleicht lachen und die uns wirklich, wirklich so mögen, wie wir sind, ohne dass wir uns vielleicht verstellen müssen. Der dritte Punkt, was ich gemerkt habe, was sich wirklich extrem verändert hat, ist die Konzentration. Dadurch, dass ich sowas wie Multitasking zum Beispiel absolut aus meinem Leben verbannt habe, habe ich eine sehr, sehr, sehr viel bessere Konzentration entwickelt. Ich kann mir Sachen wieder sehr viel besser merken, auch dadurch, dass so dieses Stresslevel runtergeht. Das hat ja wirklich Auswirkungen auf unser Gehirn, dass wir uns Sachen halt eben langfristig nicht so gut merken konnten. Das habe ich sehr extrem früh gespürt. Ich war ein unheimlich vergesslicher Mensch. Und ich merke, dass es langsam wiederkommt, dass ich durch dieses weniger Tun und vor allen Dingen auch weniger Multitasking, auch mir weniger Gedanken machen, mir weniger Sorgen machen, durch diesen ganzen zeitlichen und gedanklichen und terminlichen Minimalismus einfach meine Aufmerksamkeit mit meinem Fokus voll auf das richte, was ich irgendwie jetzt gerade machen möchte. Bedeutet, wenn ich also irgendwie mir eine Serie angucken möchte, dann bin ich nicht währenddessen die ganze Zeit nur am Handy. Ich gucke entweder Serie oder ich bin am Handy. Oder auch wenn Pascal zum Beispiel reinkommt und irgendwas von mir will, dann mache ich meine Serie auf Pause. Denn dann bin ich mit der Aufmerksamkeit voll bei ihm. Wenn ich mich mit Freunden treffe zum Beispiel, dann seht ihr mich auch nicht irgendwie mit Handy in der Hand, dass ich irgendwie die ganze Zeit nebenbei irgendwas mache oder so. Denn es würde bedeuten, dass ich meine Aufmerksamkeit dann einfach wieder splitten muss. Und das bedeutet Multitasking und das bedeutet Stress. Also das ist echt so ein Riesenpunkt, der mir geholfen hat, sehr viel mehr Qualität in die einzelnen Lebensbereiche zu bringen und sehr viel mehr Genuss auch reinzubringen, dass ich einfach aufgehört habe, irgendwie alles immer wieder gleichzeitig zu machen und gleichzeitig zu wollen und dadurch einfach sehr viel weniger abgelenkt bin. Der vierte Punkt knüpft so ein bisschen auch mit übergreifend an den zweiten Punkt an, denn das bedeutet mehr Zeit für sich selbst. Auch wenn diese zeitliche Selektion natürlich bedeutet, dass wir mehr Zeit für die Dinge haben, die wir lieben, also für die Dinge, die uns wirklich wichtig sind, vergessen wir aber oftmals, uns wirklich mehr Zeit für uns selber zu nehmen. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie so dieses sich vor Netflix hauen, sondern sich mit Persönlichkeitsentwicklung zum Beispiel auseinanderzusetzen und sich einfach mal zu fragen, in welchem Lebensbereich möchte ich persönlich halt einfach weiter wachsen. Und das ist total egal, ob wir uns jetzt irgendwie im zwischenmenschlichen Bereich zum Beispiel weiterbilden möchten, dass wir sagen, ich möchte irgendwie lernen, ein noch besserer Freund zu sein. Ich möchte irgendwie in meiner Beziehung noch besser für meinen Partner da sein. Ich möchte vielleicht irgendwie den Umgang mit depressiven Menschen irgendwie besser lernen, um zum Beispiel Leute meiner Familie besser zu verstehen. Ich möchte Finanzen besser verstehen, damit meine Finanzen halt einfach irgendwie nach und nach einfach mal ein bisschen besser werden. Und natürlich auch einfach mal sowas wie Selbstliebe, Zeit für sich, ein Bad nehmen, ein ruhiges Bad, einfach mehr Entspannung. Und sich einfach mal zu erlauben, sich irgendwie aufs Sofa zu setzen und einfach mal nur nach draußen zu gucken, wenn die Sonne scheint und dem Vogelgezwitscher zuzuhören. Spazieren zu gehen und einfach mal das zu tun, was der Seele wirklich richtig, richtig gut tut. Bedeutet, den Fokus mal wieder viel, viel mehr nach innen zu richten, anstatt immer aufs Außen. Denn wenn wir gestresst sind, dann wollen wir meistens irgendwie so die Erwartung erfüllen von Chef, von Freundin, von Familie, von Kindern, vom Partner. Wir wollen irgendwie so viele Erwartungen erfüllen, vielleicht sogar von Nachbarschaft und Co., weil wir irgendwie denken, wir müssen noch mehr arbeiten, damit wir uns irgendwie das neue Auto vor die Tür stellen können, weil der Nachbar hat irgendwie auch ein neues Auto. Ich weiß, ist vielleicht ein sehr oberflächliches Beispiel, aber ihr findet mit Sicherheit in eurem eigenen Leben irgendwelche Beispiele, wo ihr etwas tut, nicht weil ihr es selber wollt, sondern weil ihr es irgendwie anderen recht machen möchtet.
Und auch da muss ich sagen, hat Slow Living mir wirklich sehr geholfen, durch diese ganze Achtsamkeit, die damit einhergeht, viel, viel mehr wieder den Blick auf mich zu richten. Ich habe vor 2 Jahren schon mal eine Phase gehabt, wo ich so unfassbar viel Achtsamkeit in mein Leben gelassen habe, dass es mir sehr, sehr gut ging. Aber das habe ich leider so Ende 2019, Anfang 2020 irgendwie total verloren. Und es ging mir auf einmal irgendwie überhaupt nicht gut. Und seitdem bin ich halt einfach irgendwie dabei, auch so dieses Thema Achtsamkeit und diesen Blick nach innen wieder zu lernen. Ich hatte wieder viel zu viel den Blick einfach nach außen, dass ich irgendwas schaffen wollte, dass ich, weiß nicht, irgendwelche Erwartungen erfüllen wollte. Und das ging auch 2020 und 2021 irgendwie teilweise immer noch weiter. Und deswegen bin ich auch da einfach unheimlich glücklich, dass so dieser Slow-Living-Lifestyle mir geholfen hat, wieder so zu dieser Achtsamkeit und Innenkehr einfach zurückzukehren. Und als 5. Punkt, den ich für mich persönlich unheimlich toll finde, und das ist eigentlich so der schönste Punkt, den Punkt, den ich irgendwie am meisten genießen kann, ist tatsächlich einfach der Punkt, dass ich einfach mein Leben, die kleinen Dinge und alles Mögliche wieder sehr, sehr viel besser genießen kann. Wenn wir unheimlich gestresst sind und wenn wir irgendwie immer nur so diesen Fokus auf das Außen haben und irgendwie denken, okay, wie muss ich denn irgendwie handeln, um den Erwartungen von Chef, Partner, Kind, Familie, Freunden und Co. zu entsprechen, dann haben wir oftmals irgendwie nicht mehr wirklich die Ruhe dafür, das, was jetzt irgendwie gerade ist, zu genießen. Wir haben dann eher so, dass wir vielleicht mal genießen, wenn man gerade mal so ein bisschen runterkommt, wenn man gerade irgendwie so ein bisschen freie Zeit hat. So diese leichte Entspannung, die man halt irgendwann vielleicht nur noch hinkriegt, mal so ein bisschen zu genießen. Aber so richtig in den Vollen genießen kann man es halt irgendwie oftmals nicht mehr. Gerade auch, wenn wir so ein bisschen in Richtung chronischen Stress gehen, ist es irgendwann echt sehr extrem, dass wir viele kleine Dinge und wirklich schöne Dinge im Leben, auch die großen Dinge teilweise im Leben, gar nicht mehr richtig genießen können. Das war für mich echt ziemlich schrecklich so 2021 und auch 2020, dass ich gemerkt habe, dass ich auch sowas wie Ausflüge, Feierabend, schöne Abende auf dem Balkon, Spaziergänge und auch Zeit mit Freunden oder generell den Menschen, die ich liebe, gar nicht mehr richtig genießen konnte. Vielleicht kennt ihr das. Ihr seid irgendwie bei einer Freundin zu Besuch oder sowas und eure Gedanken sind halt irgendwie immer die ganze Zeit nur bei den Dingen, die ihr irgendwie noch erledigen müsst. Ihr habt irgendwie immer wieder so im Hinterkopf so, oh, und ich muss noch dies und ich muss noch das und wie mache ich das bloß? Oh mein Gott, wie löse ich dieses Problem? Und das ist unfassbar schrecklich, denn anstatt dass wir die Aufmerksamkeit auf den Moment lenken und wirklich loslassen können, weil das ist im Prinzip dieses Loslassen, einfach mal die anderen Sachen andere Sachen sein lassen und einfach den Moment genießen und irgendwie diese Interaktion mit der Freundin zum Beispiel genießen können oder den Abend mit dem Partner genießen können, sind wir irgendwie gedanklich und körperlich total angespannt und haben immer mal wieder Gedankengänge in Richtung Sorgen. Was soll ich machen? Was muss ich morgen machen? Wie soll ich das alles hinkriegen? Oft sind dann eben auch Freundschaften und Gespräche und sowas einfach total problembelastet und irgendwie weiß man gar nicht mehr wirklich, worüber man sonst reden soll. Und man erzählt irgendwie kaum Sachen, die wirklich richtig schön geworden sind. Wenn ihr das bei euch bemerkt, dann schaut mal wirklich genauer hin. Dann kann das sein, dass ihr sehr viel gestresster seid, als ihr das überhaupt wahrnehmt oder als ihr überhaupt denkt. Bei mir persönlich war das so, ich habe irgendwann gar nicht mehr gemerkt, wie viel ich einfach gemeckert habe und mich beschwert habe, mich auskotzen musste. Und ich irgendwann gemerkt habe, hey, so geht das doch nicht. Ich muss doch irgendwas ändern. Denn wenn wir nichts ändern und wenn wir irgendwie den gleichen Lifestyle, den gleichen Stress und die gleichen Gewohnheiten beibehalten, dann wird sich halt eben auch an unserer Wahrnehmung nichts verändern. Denn ob wir jetzt irgendwie den großen Ausflug oder die kleinen Dinge, die Blume am Wegesrand, den Spaziergang, den Kaffee mit der besten Freundin oder sowas irgendwie genießen können, liegt ja im Prinzip immer an uns. Es liegt daran, ob wir gerade wirklich im Moment drin sind und den Moment wirklich genießen oder ob wir mit den Gedanken eigentlich ganz woanders sind und irgendwie innerlich schon fast auf dem Sprung sind. Das Gefühl haben, wir haben irgendwie gar keine richtige Zeit hier zu sein. Wir können uns gar nicht richtig irgendwie entspannen und sagen, ja, okay, ne?
jetzt bin ich hier und komme, was wolle. Wir haben irgendwie dieses Gefühl, dass wir von unseren Sorgen und Problemen nicht richtig loslassen können, dass wir dann irgendwie so die Kontrolle über die Probleme verlieren. Aber das ist ein absoluter Trugschluss und manchmal merken wir überhaupt gar nicht, dass wir so denken. So viele Sachen passieren einfach unbewusst. Und ich habe gemerkt, indem ich diesen Slow Living Lifestyle wirklich achtsam gelebt habe, habe ich diese Momente bemerkt. Und ich konnte wirklich sagen, nein, okay, ich möchte jetzt irgendwie an die Dinge wirklich nicht mehr denken. Ich konnte wirklich aktiv Stopp sagen und konnte sagen, nein, ich entscheide mich jetzt dazu, diesen Moment zu genießen. Und am Anfang hat das ehrlich gesagt gar nicht so einfach funktioniert, dass man die Sachen einfach irgendwie so beiseite schiebt und die Probleme einfach mal Probleme sein lässt. Das ist irgendwie immer so leicht gesagt, so einfach gesagt, aber irgendwie nicht so einfach getan. Das kennt ihr mit Sicherheit und auch da muss ich sagen, je öfter ich es einfach immer und immer und immer wieder probiert habe, desto einfacher fiel mir das irgendwann. Ich habe irgendwann nach ein paar Wochen die ersten Fortschritte gemerkt und habe gedacht, oh, okay, gut, ich kann wirklich gerade einfach mal meine Probleme beiseite schieben und kann wieder ganz aktiv irgendwie die kleinen und auch die großen Momente wieder sehr viel besser genießen. Wenn ihr zum Beispiel irgendwie viel zu unruhig seid, um zu meditieren, es gibt so viele Menschen, die sagen so, boah, ich kann das nicht. Ich kann nicht irgendwie 10 Minuten still auf einem Fleck sitzen und irgendwie meditieren. Genau dann solltet ihr sowas üben, denn das ist einfach so ein ganz großes Zeichen, dass ihr inneren Druck habt, dass ihr inneren Stress habt, dass ihr innerlich einfach immer so aufgewühlt seid, dass ihr halt einfach irgendwie nicht schafft, irgendwie still zu sitzen. Und ich habe früher unheimlich viel meditiert, auch wirklich irgendwie eine ganze Stunde meditiert. Ich hatte da gar kein Problem mit. Und ich habe letztes Jahr gemerkt, dass es mir auf einmal wieder total schwer gefallen ist. Mir sind 5 Minuten, 10 Minuten manchmal so schwer gefallen. Und dieser Slow Living Lifestyle, dieses ganze Leben wirklich einfach mal so zu entzerren, hat mir unheimlich krass geholfen, auch wieder in die Meditation richtig reinzufinden. Also auch das kann ich mittlerweile wieder richtig genießen. Und ich behaupte, hätte ich mich nicht dem Slow Living Lifestyle verschrieben und hätte weiter meine vielen Termine gehabt, hätte weiter mir selber oft unheimlich viel Stress gemacht und hätte diese ganzen Sachen nicht hinterfragt, dann würde es mir heute bei weitem nicht so gut gehen, wie es mir geht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, das unterstützt den Kanal, damit meine Videos besser angezeigt werden. Da bin ich euch unheimlich dankbar für. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt, schaltet die Glocke ein. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr das ebenso empfindet. Habt ihr auch das Gefühl, dass dieser Slow Living Lifestyle, dass ihr dieses alles so ein bisschen stressfreier zu organisieren, das Leben wirklich so extrem verändert? Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich ein komplett neuer Mensch bin. Ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr auch irgendwie euer Leben entschleunigen möchtet, wenn ihr wirklich ein entspannteres und ein glücklicheres Leben fühlen möchtet. Ihr findet irgendwelche Termine, die ihr aussortieren könnt. Ihr findet irgendwelche Dinge, die ihr einfach anders machen könnt. Man muss sich einfach nur mal so ein bisschen damit auseinandersetzen und das kann sogar richtig viel Spaß machen. Somit wünsche ich euch einfach noch einen ganz, ganz wundervollen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.